Guten Morgen, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst hier live oder an den Geräten zu Hause. Es sind ja Ferien, aber es ist schön, dass man auch von zu Hause den Gottesdienst mitverfolgen kann. Wir beginnen den Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich habe uns heute wieder die Losung und den Lehrtext mitgebracht, weil ich so schön fand. Aus 5. Mose 6, Vers 5. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und in 1. Johannes 4, Vers 19 steht, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Schönen guten Morgen nochmal von hier aus und zu Hause. Ich hoffe, euch geht es allen gut, den Umständen entsprechend. Aber wir können ja uns glücklich schätzen, hier sein zu dürfen, Gottesdienst zu feiern und heute mal ohne PowerPoint-Präsentation. Der Glaube kommt vom Hören der Predigt. Amen. Heute hören wir auf das Wort und seid doch mal ganz Ohr. Und es wäre im letzten Monat dran gewesen, und heute ist ja erstmal der 1. August, das Thema Heiligung. Und zugegeben, der vorgegebene Text aus Römer 12, eine Metapher mit den vielen Gliedmaßen, Auge und Nase und Fuß und Arme, das schön, aber ich habe mir gedacht, nee, über das Thema gibt es anderes und tieferes. Und ich habe mir gedacht, allein über Heiligung zu sprechen, vielleicht ist der Ansatz früher dran, und zwar schon im Heil. Das Heil ist die Bedingung für alle Heiligung. Und da dazwischen, zwischen Heil und Heiligung, gibt es noch ein Wort, das nennt sich Heilung. Und diesen Zusammenhang möchte ich mal herstellen, auch mal mit drei grundsätzlichen Bibelworten. Und diese drei Begriffe, die haben es ja in sich. Was haben Menschen gestritten und gerungen, wie das mit dem Heil ist? Was es da vielleicht noch braucht? Braucht es da vielleicht womöglich Reliquien, die man berühren muss, um heilig zu werden, um heil zu sein? Und ja, über Heilung, da wird sich bis heute noch gestritten. Ja, sind wir denn alle geheilt? Steht doch da. Aber wie ist es dann körperlich? Oder ist es nur im Geiste? Lohnt sich nicht, drüber die Köpfe einzuschlagen, weil das bewirkt ja genau das Gegenteil von Heilung. Ne? Dann hast du Beule oder einen seelischen Schaden oder die Gemeinde wird gespalten oder Familien. Das ist alles schon gegeben mit diversen Themen. Und schließlich dann Heiligung. Wie geht denn das? Wie ist denn das zu verstehen? Und wir sprechen ja von dem Heiland, das ist nochmal ein Wort, ne? Von dem Heiland Jesus Christus. Er ist der Urheber allen Heils. Man nennt ihn so, weil er uns Menschen wieder heil macht. Und ja, sind wir denn alle krank? Sind wir denn alle krank? Warum braucht es denn dann einen Heiland? Brauchen wir einen Arzt? Einen Seelenklempner oder, Entschuldigung für den Begriff, also oder Seelsorge ist ja was Gutes. Und auch ein Psychotherapeut ist ganz arg wichtig. Aber ja, sind wir denn alle krank? Und ein Blick in die Zeitung, ich habe mir jetzt auch mal wieder eine geholt, weil ich da einen Artikel geschrieben habe, die Wochenendausgabe, war mein Grund, mal wieder die Zeitung. Für mich ist es nur ein Zeitfresser, weil ich lese die dann von vorne bis hinten 2 Stunden lang. Ne? Also ich kann keine Zeitung ins Haus tun. Das ist ungesund für mich. Und die ganzen negativen Nachrichten. Und genau das ist dann nämlich, dieser Blick in eine Zeitung oder in die Nachrichten genügt, zu erkennen, dass die Menschen nicht wirklich bei Trost sind.
Da geht es vom Missbrauch über Ausbeutung und Amokläufe, Kriege, religiöser Wahnsinn, Katastrophen, vom Menschen ausgelöst angeblich und bewusst wahrscheinlich auch schon, haben wir unseren Anteil. Aber die Geschichte und ein Blick in die Geschichtsbücher, das tut dann noch sein Letztes noch, ne? Zeigt dann, dass die Menschheitsgeschichte eine einzige Blutspur ist. Blutgetränkt bis zu den Knien hoch. Das ist, was der Mensch und auch Tier so als Erbe vom Sündenfall mitbekommen hat. Dabei hat doch alles so gut angefangen. Es war doch ein guter Start. Die Menschen waren glücklich, die beiden, die es gab, und waren ganz eng mit Gott zusammen. Sind am Abend zusammen durch den Garten Eden spaziert. Und da gab es nichts Böses. Es gab kein Leid, es gab keinen Schmerz, es gab keine Angst. Gott hat alles wunderbar geschaffen. Auch die Freiheit. Und das hat ihm einiges gekostet. Die Freiheit gehört zu Gottes Schöpfung. Dass wir freie Menschen sind. Die Freiheit ist ein Geschenk an seine geliebten Geschöpfe. Und genau da packt der Erzfeind Gottes an. Genau da setzt er an. An dieser Schöpfungsordnung könnte man eigentlich ja sagen, die Freiheit. Die vertrauensvolle Beziehung zwischen Gott und Mensch geht verloren. Und damit geht die ganze Menschheit verloren. Und nun ist die Krankheit da. Und diese Krankheit, die hat so einen Rattenschwanz von Erscheinungen, die sich mit sich zieht. Menschen und Tiere fallen übereinander her und zerfleischen sich. Es ist eine Krankheit, die zum Tode führt. Ja, den gab es vorher auch nicht, ne? In jeder Zelle unseres Körpers schreit es zum Himmel, schuldig in allen Anklagepunkten, in allen Geboten, in allen Forderungen. Und nicht eins erfüllst du. Das Urteil? Tod durch Sterben. Ja, so ist es halt. Und zwar auf ewig. Und das ist ja das eigentlich, ja, das ist das Schlimme. Was sind 100 Jahre, die wir vielleicht maximal bekommen, zusammenkratzen? Was sind 100 Jahre gegenüber 100 Millionen und Milliarden von Jahren? Nichts. Ja, Gott kann man leugnen. Gott auf der Straße sagen, ach hör mal auf. Das ist eine Erfindung. Am Anfang schuf der Mensch Gott. Ne? Ein Philosoph gesagt, ich glaube Feuerbach. Am Anfang schuf der Mensch Gott. Aber den Tod, den kann halt keiner leugnen. Alle stehen an den Gräbern, auf den Friedhöfen, an den Urnen und Särgen. Das ist eines der wenigen Tatsachen, die uns noch geblieben sind. Da führt nichts dran vorbei. Wenn wir mal so in uns hineingehen und in uns reinfühlen, was spüren wir da? Ist da nicht so eine Unruhe zu spüren? So eine Zerrissenheit? So eine Sehnsucht nach tiefem Frieden? Fühlst du dich ganz gesund, geborgen, geliebt, zufrieden, versöhnt? Kannst du in dir selbst ruhen? Manchmal ja, manchmal nein, und da sind wir immer so ein bisschen hin und her geworfen. Und wer das jetzt fühlt und versteht, der versteht auch, warum es ein Heiland braucht. Das ist eigentlich ganz einfach. Weil eben nicht alles gesund ist und weil Jesus gekommen ist, die Kranken gesund zu machen, damit sie wieder ganz bei Trost sind.
sie mit Gott, mit dem Vater wieder zu versöhnen. Weil das Verhältnis unversöhnlich ist, weil es nicht in Ordnung ist. Der tödliche Schaden wird von ihm geheilt, und zwar der auf ewig. Wir alle müssen sterben. Für Paulus ist es so, dass wir eigentlich nur entschlafen, also wir schlafen ein und wachen auf einmal auf und haben Jesus vor Augen, haben Gott vor Augen. Ja, der tödliche Schaden wird von ihm geheilt, indem er die Beziehung zu Gott wiederherstellt und heilt. Heil macht. Und wie macht er das? Er nimmt den Tod und die Krankheit auf sich. Den ganzen Fluch und alles nimmt er auf sich. Am Kreuz kann er mit Recht rufen, es ist vollbracht. Es ist wieder gut. Wer es glaubt, wird selig. Amen. Ganz allein, weil Gott gnädig und voller Liebe ist. Nur deswegen. Er ist gnädig und ist voller Liebe. Er kann es nicht aushalten, dass seine Geschöpfe krank und vom Tod verfolgt und verflucht auf der Erde rumlaufen und existieren und eigentlich vegetieren. Einfach nur warten, bis der Tod sie ereilt. Und ich bin deswegen auch so gründlich, weil es eben nichts, aber auch gar nichts anderes ist und brauchen als diesen Heiland. Wir können und brauchen nichts dazu tun. Oder dann so mithelfen und ja, das schauen wir uns mal an, auch weil manche da nicht ganz schlüssig sind und man muss es immer wieder mal hören. Und ein Beispiel ruft der Petrus, der ja auch Bescheid gewusst hat, der auch Jude war, der aufgewachsen ist, der die Bar Mitzwa gemacht hat, der ein Sohn der Weisung der Schrift war, aber er hat gewusst, dass in keinem anderen das Heil ist, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Punkt und Amen. Das hat der Petrus gewusst und ein Paulus genauso. Und ja, das ist das pure Evangelium, in einem Satz gesagt. Kein anderer Name, durch den wir selig werden sollen. Jesus ist der Heiland. Glaube und vertraue ihm. Paulus hat es mal mit dem Kerkermeister gesagt, was müssen wir jetzt tun? Ich und meine Familie. Ich hätte eigentlich ja sterben müssen, weil die Gefangenen alle davongelaufen sind oder so. Sind ja doch nicht wirklich davongelaufen. Was müssen wir tun? Glaube und vertraue ihm und du wirst selig. War so einfach. Wie? Ich muss doch noch, und das geht doch nicht. Ich muss das doch jetzt doch noch beweisen und mich ändern. Nein, glaube und vertraue diesem einen Namen und du bist heil, gerecht und gut und gerettet. Du lebst schon jetzt und ewig in Gottes Herrlichkeit. Luther hat es dann natürlich auch so entdeckt, dann, dass es allein Gnade ist und der Glaube ist und Jesus. So ganz einfach ist es. Gut, am Anfang, ne, wenn man dann, ich habe auch mal meine Bekehrung erlebt, ich glaube nicht an meine Bekehrung, sondern ich habe jetzt in der Zeitung auch wieder so ein Zeugnishaft gegeben, den nächsten Artikel werde ich wieder bei was ganz Normales nehmen, aber da haben wir geschrieben, was mit mir passiert ist und das Bekenntnis und das Zeugnis, das ist stark, das überwindet den Satan. Davor zittern die Teufel, wenn wir Zeugnis geben, was wir erlebt haben, weil das glaubwürdig ist, weil das praktisch ist. Ich erlebt habe, als Kranker durch die Welt gegangen zu sein und jetzt geistlich vollkommen gesund bin und versöhnt mit dem Vater. Das war jetzt die Predigt zum Thema Heil. Ich muss sagen, Amen, feiern wir das Abendmahl. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit.
Es soll ja auch um Heiligung gehen. Und auch noch ein Zwischenthema, wie ist denn das mit der Heilung? Könnt ihr jetzt eigentlich drei Riesenthemen rein draus machen, aber wir beschränken uns mal auf das. Und wir alle, ob jetzt hier oder zu Hause, sind ja auch gefragt darüber noch mit Gott, wie man so schön sagt, schwanger zu gehen, damit das Baby auch gesund auf die Welt kommt. Was kommt jetzt dann? Ne? Was kommt, wenn du jetzt heil geworden bist? Okay, Gott hat dich gefunden, du hast ihn nicht gesucht, nicht wirklich. Er hat dich zu sich gerufen, er hat dich heil gemacht, er hat alles auf sich genommen. So, und jetzt? Jetzt haben wir noch einige Jahre vor uns. Bei mir waren es 23, lange Zeit noch. Gott hat mich früher mit seiner Gnade gefüllt, kann ich nur jubilieren. Und jetzt geht es auf den Marathonlauf. Ich laufe einen Marathon, 42 Kilometer, ist lang. Und zwar nicht nur spazieren, sondern mit ungefähr 11 Stundenkilometer rennen. Ja, nicht so totrennen, bitteschön, gell? Aber es ist ein langer Lauf, kein Sprint und dann hast du wieder Ruhe. Ich hoffe aber, dass ihr wie ich eures Heils gewiss seid. Vorsicht vor der Heilssicherheit, wo man leichtsinnig wird, aber Heilsgewissheit, die uns der Heilige Geist gibt. Da bin ich gewiss. Ich bin gewiss, ich weiß es, dass Gott mich liebt. Und der Heilige Geist gibt da auch noch das entscheidende Zeugnis. Gibt es dann auch echte Heilung, wenn jemand heil durch den Heiland wurde? Jein. Das ist die ganz normale Antwort, die du sofort hörst, auch von Christen. In unserer Lebensgemeinschaft Tabor bekommen wir so einmal in der Woche ungefähr immer die Familiennachrichten. Wir sind Tabor-Familie, ja, die Pastoren und diakonischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die Ehepartner dazu. Und immer wieder, und es zieht sich wie ein roter Faden durch, kommen die Krankheitsfälle und mit der Diagnose unheilbar und todkrank. Und liebe Brüder und Schwestern sterben und es scheint nicht aufhaltbar zu sein. Und es tut schon weh, wenn verdiente Hauptamtliche mit 50 oder 60 Jahren sterben, wie unser lieber Freund und Bruder der Angel. Fassungslos stehst du davor. Und trotzdem gilt, als Kind Gottes bist du heil. Auch wenn man unheilbar und todkrank ist. Der Psalm 103 ist eine Hymne auf Gottes Liebe. Kennen wir bestimmt. Lobe den Herrn, meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Ein Missverständnis liegt aber vor, wenn behauptet wird, dass ein Kind Gottes nicht mehr krank werden kann. Es ist dann doch diese Dreiteilung, die eigentlich griechisch ist, zwischen Körper und Geist und Seele. Da ist es aber schon hilfreich, dass wir in unserem Geist 100% gesund sind. Sonst könnte Gott mit uns nicht kommunizieren. Er kann mit nichts Unheiligem und Unreinen, kann er nicht in Verbindung treten. Das ist immer noch so. Da muss etwas ganz Besonderes geschehen. Das ist so ähnlich mit der Behauptung, dass ein Christ nicht mehr sündigt. Da hat mal ein Mann gesagt, ich glaube, es war sogar irgendwo auf der Kanzel, in der Brüdergemeinde oder irgendwo, ich habe das mal gelesen. Ja, ich habe meinen alten Adam schon seit 4 Wochen nicht mehr gesehen. Und unten sitzt seine Frau und flüstert so ihre Schwester oder Freundin ein, ich aber schon. Ja, so blind kann man dann sein. Der Hans-Joachim Eckstein sagt was Gutes dazu.
wenn wir erkennen, dass Christus in uns das Neue an der neuen Kreatur ist, dann sieht unser alter Adam alt aus. Der sieht dann mal alt aus. Der kann ja mal, der braucht nicht mehr die Herrschaft übernehmen, sondern das Neue in uns, Christus nämlich. Heilung ist ebenso geschenkte Gnade wie das Heil. Es ist immer noch etwas ganz Besonderes, wenn sich das Heil, das in unserem Geist ist, sich auf den Körper auswirkt und eine Krankheit sich von dannen schleicht. Jesus hat ja zu seinen Lebzeiten viele, und es heißt ja nicht mehr alle, geheilt, die zu ihm gekommen sind. Das war ein Zeichen seiner Vollmacht, dass er Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Hat er damit voll bewiesen. Die Erfahrung zeigt uns aber immer wieder, dass wir im schon jetzt, aber noch nicht leben. Schon jetzt sind wir ganz geheilt, aber noch nicht sind wir im Himmel droben, wo es dann keinen Schmerz und kein Leid mehr geben wird. Das ist eine Zukunftsschau. Ich persönlich glaube aber doch an die Heilungsmacht Gottes. Er ist der Allmächtige. Amen. Er ist der Allmächtige. Und von daher, ich habe es erst kürzlich wieder erlebt, und diese Frau, vielleicht schaut sie auch zu, aus Heukendorf, die hat ja so einen Nervenschmerz gehabt, ne? Ich weiß nicht, hier drin irgendwie, sind die Mediziner und Krankenschwestern, da gibt es so einen Nerv, der, ja, Trigemius, ja, so Dreifachnerv, ne? Der kann voll auf die Nerven gehen, und zwar so, dass man fast wahnsinnig wird vor Schmerzen. Und seit Monaten hat die diesen Schmerz gehabt. Und ich sagte mit der Sabine, komm, lass uns doch die Hände auflegen und beten. Waren alle schon gegangen, wir waren nur noch zu viert oder so. Hände aufgelegt in seinem Namen, Jesus, du hast gesagt, wir sollen in deinem Namen Hände auflegen, es wird besser werden, wir glauben das, Amen. Dann sind wir nach Haus gefahren. Und nach Monaten oder nach einem Jahr waren wir jetzt wieder dort, nach Corona, gell, wieder Bibelgesprächskreis, Bibelabend. Dann war es auch kurz Thema irgendwie, und dann kommen sie, ach ja, was ich noch sagen wollte. Damals, als du die Hände aufgelegt hast, am nächsten Tag war der Schmerz weg und kam nie mehr wieder. Sag ich, wieso sagst du mir das nicht vorher? Nicht, dass ich gut dastehe, sondern dass ich ermutigt werde, es wieder zu tun. Und mir nicht einreden lassen, das gibt es nicht mehr. Ich gebe Gott alle Ehre, dass er heilt. Und ich weiß, dass es nicht immer geschieht, aber ich weiß, dass es immer wieder geschieht. Deswegen mache ich es auch immer wieder. Ich glaube sogar, es hat mein Arzt gesagt, dass alle Heilung und jegliche Heilung bei jedem Menschen von Gott kommt. Hat mein Arzt gesagt, wir Ärzte geben uns die größte Mühe, aber wir wissen, dass wir nicht die Heiler sind. Wir probieren, und da gibt es Medikamente, neue Erkenntnisse, dann probieren wir. Aber dass ein Mensch dann gesund wird, und das sagen die gläubigen Ärzte, das kommt von Gott. Oder manche nennen es dann so, die nicht so an Gott glauben, die sagen, wir glauben an die Schöpfungsmacht oder an die Heilungsmacht in der Natur, auch im Menschen. Und das ist immer wieder auch ein Wunder. Manchmal steht man vor einem Rätsel, warum etwas sofort anschlägt und manchmal überhaupt nicht wirkt. Das ist Schöpfungsordnung von Gott. Wenn wir uns den Finger schneiden, dann kommt da ein Grind drüber und es heilt irgendwie wieder. Oh, denkst du, wow, gar nicht mehr dran gedacht. Ist wie ein Wunder, ne? Man sieht nichts mehr hinterher. Ob jetzt jemand durch Medizin oder durch Handauflegung gesund wird oder durch beides, was ich sehr liebe, Gott ist Raphael. Er ist der heilende Gott. Das ist eine seiner Bezeichnungen, seiner Namen. Und ja, wenn ich so meine Stunde laufen gehe und ich habe Menschen vor Augen, die jetzt auch eine Diagnose bekommen haben, Krebs und ach, die schlimmste Sachen, was man sich vorstellen kann, dann bete ich immer den einen Vers aus Jeremia 17, der Vers 14. Der steht übrigens ganz groß in der Klinik Hohe Mark, psychosomatische, psychotherapeutische Klinik, ne, Oberursel bei Frankfurt, von unserem Verband.
Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Und das bete ich dann für andere oder auch ja, für mich, seelisch kann da immer noch, da ist immer noch Raum nach oben, um noch mehr heil zu werden, auch an der Seele, ausgehend von unserem Geist. Und da merkt man schon, ich werde heil und mir ist geholfen. Heilung an Leib, Seele und Geist ist ein Prozess, ein Werden. Auch wenn es spontan Heilungen gibt, wie das Beispiel mit der Handauflegung, am nächsten Tag Trigeminus weg und da staunst du und kannst nur loben und dankbar sein. Aber manchmal muss auch immer wieder drauf, nochmal die Hände und nochmal gebetet. Aber dann auch nicht so, dass man in ein Bitten, in ein Verzweifeln reinkommt, sondern mit Danksagung dann auch. Gott, Heiland, Jesus, danke, dass du dich drum kümmern wirst. Und ich habe das erstmal los, weil das kann einem schon zur Last werden. Vieles ist schon gesund geworden an uns und in uns. Vieles muss noch gesund werden. Und alles wird gesund sein, wenn wir zu Hause ankommen. Amen. Wir werden zu Hause gesund ankommen. Wie aus dem Krankenhaus, wie aus dem Reha. Ne? So kommen wir in der Ewigkeit an. Dann sagt Jesus mit Vollmacht, siehe, ich mache alles neu. Das ist ein Ausspruch aus der Offenbarung. Leib, Seele und Geist werden von Gott ganz neu geschaffen. Ehrlich, der Glaube, dass die Seele sich zu Gott aufschwingt, seltsam, das möchte ich nicht. Meine kranke Seele irgendwie, dass die ewig weiter existiert, so wie sie jetzt beieinander ist. Nein. Er wird auch ganz neu geschaffen. Da wird nichts mehr sein. Keine Verletzung, kein Schmerz. Es gibt da auch kein Leid mehr. Keinen Schmerz und vor allem keine Sünde mehr. Ach, ihr Lieben, braucht kein Hausschlüssel mehr im Himmel, echt. Diese blöde Absperrerei ständig. Habt ihr die Tür abgesperrt und oh Gott, wir haben es vergessen, die Nacht war die Tür offen. Warum? Hä? Weil der Mensch so gut ist, ne? Und trägt nur was rein. Trägt nur was rein ins Haus. Ein Schatz, damit wir anbauen können. Träum weiter. Heiligung kann auch so missverstanden werden, dass Christen sehr darunter leiden. Mal nochmal zu dem Aspekt Heiligung. Kein Wunder, wenn manche Psychologen Christen vom Glauben abraten. Ja, es gibt auch einen ungesunden Glauben. Es gibt sogar einen Namen dafür. So eine Ekligeosene, Psychose oder Neurose. Kürzlich hörte ich den Spruch, Menschen, die sich anstrengen, die wirken anstrengend. Ja? Christen, die sich anstrengen, sind anstrengend. Ja. Dabei ist auch die Heiligung, also sich verändern zu lassen von Gott, vom Heiligen Geist, von Jesus, Gottes Sache. Wie es Heil auch. Sola gratia, allein Gnade. Eben was auch für das Heil und die Heiligung gilt, das gilt auch für die Heiligung. Also diese drei Wörter, ne? Sola gratia, allein Gnade, ein Geschehen extra nos, außerhalb von uns, das kommt nicht aus unserer Güte heraus, das muss schon von außen rein. Etwas von außerhalb und außerhalb von unserem Machtbereich, das ist dafür da und zuständig für diesen Aspekt Heiligung. Das ist auch interessant, im alten Bund wurde alles unrein, wenn man was Unreines berührt hat. Alles unrein, oh, das musst du sofort wegschmeißen, nie mehr wieder da was Koscheres rein, weil was Unreines drin. Im neuen Bund ist es so, dass wir berührt werden vom Heiligen und alles Unreine wird rein. So ist es. Es ist ein bisschen ähnlich wie im Bund, es wurde mit Blut besprengt und dann war es rein und heilig. Und so ist es im neuen Bund ja immer noch. Nur, dass es das Blut des Lammes ist, was wir jetzt auch gleich genießen werden. Nimm das mal auch so
das Blut besprengt uns und sogar von innen, es durchdringt uns und dich. Und du wirst vollkommen rein und heil und gerecht. Was für ein Wunder von dem Herrn. Gott heiligt sein Volk, er nimmt dazu seinen Heiligen Geist. No? Aber dazu braucht es noch das Wort Gottes. Und dann entfaltet ein Mensch sein ganzes Potenzial. Und der Heilige Geist entfaltet sein Potenzial. Und das Wort Gottes in Lieder verpackt, das wirkt genauso, manchmal sogar viel intensiver. Wenn wir hier anbeten im Geiste und in der Wahrheit und Gott loben, dann entfaltet sich da etwas, was die Heiligung fördert. Deswegen sind wir hier, deswegen sollen wir beständig bleiben, auch unter dem Wort und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen. Damit fördern wir die Heiligung, bleiben wir unter dem Einflussbereich Gottes und dann ist das ein Selbstläufer. Und da brauchst du nicht dich anstrengen wie verrückt und denken, ach wie unheilig und noch nicht heilig genug und da ist noch der Mangel und jenes. Oh, und dann schaut man so, wie der Mensch ursprünglich ist, verkrümmt in sich selbst. Aber wir schauen aufs Kreuz, wir schauen auf ihn, damit, ach, da merkt man schon mal, da entfaltet sich etwas, da entkrampft sich etwas. Es ist so, die Frage, kann ich jetzt da mitwirken oder nicht, und damit ist es eigentlich schon erklärt, ich lasse los, was ich loslassen muss. Und damit werde ich aktiv passiv. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Ganz aktiv passiv werden und sagen, ich lasse ihn jetzt machen. Ich tritt einen Schritt zurück und lass es geschehen. Was mir bleibt, ist Gott zu loben und zu danken. Ja, das kommt dann auch normalerweise ganz automatisch aus der Dankbarkeit heraus, weil es auch nicht ein Gefühl ist und sagt, oh, ich fühle mich jetzt heiliger. Ja, da kannst du manchmal lang warten. Ne? Wie auf Godot, der nie kommt. Da kannst du lang warten. Es ist eine Erkenntnis, dass ich sage, hier steht's, hier habe ich verbrieftes Recht. Hier ist das Blut des Lammes und es macht mich rein und ich glaube und damit bin ich gerettet, wie Paulus zum Kerkermeister. So, und da steht's. Und darauf berufe ich mich. Und das könnte ein Gefühl von Heiligung und Heil auslösen. Nur so rum. Nicht andersrum. Wenn ich laufe, laufe ich hier durch den Tennenloher Forst mittlerweile und bete, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Psalm 51. Ein Bußpsalm. Aber eine Buße, die schon vollzogen wurde. Ich komme wieder und sage, Gott, ja. Und das Schöne ist, Gott tut das dann auch. Und er hat es getan. Das ist der Unterschied zwischen Alten und Neuen Bund. David muss noch bitten um einen neuen Geist und weiß nicht, wie oft er das gemacht hat und um ein reines Herz. Aber es sind doch selig, die, die reinen Herzen sind. Also, hä? Ja, im Neuen Bund ist es schon so. Dir wurde ein neues Herz gegeben. Ein reines Herz. Du hast es. Ob sich das so von den Gefühlen und von deinem Verhalten so auswirkt, sei es drum. Das mag Zeit noch brauchen, aber es ist Fakt. Was er versprochen hat, das hält er auch und da verlasse ich mich drauf, dass seine Kraft in mir schwachen Menschen mächtig ist. Pang! Das steht geschrieben, das nehme ich in Anspruch. Alles andere ist unnötig anstrengend. Echt, bei Heiligung kannst du sowas von in eine Falle tappen, aus der du schlecht wieder rauskommst. In diesen Heiligungsstress. Vielleicht bis, kann man sogar sagen, dass es manchmal ein Fluch sein kann. Eine kleine Passage aus einem Buch, das nennt sich Die Hütte. Das Buch ist, muss kritisch gelesen werden, aber es gibt sehr gute Passagen drin. Das steht da drin, pass mal auf. Dieser Mensch heißt übrigens Mackenzie. Ein Mann, der seine Tochter verloren hat durch einen brutalen Mord. Und er begegnet in einer Vision Gott. Und er sagt dann und sagt was zu ihm. Der wahre grundlegende Makel in deinem Leben, Mackenzie, ist,
dass du mich nicht für gut hältst. Wenn du wüsstest, dass ich gut bin und dass alles in meine Güte eingeschlossen ist, dann würdest du zwar mein Handeln nicht verstehen, aber du würdest mir vertrauen. Doch du vertraust mir nicht. Ist auch schwer, wenn man sowas erlebt hat, Gott dann noch zu vertrauen. Das ist dann wiederum übernatürlich und das ist Heiligung auch. Dass du dann Gott noch vertrauen kannst, nachdem du ihn vielleicht auch so manches geklagt hast. Dann sagt er am Ende, Vertrauen ist die Frucht einer Beziehung, in der du weißt, dass du geliebt bist. Ja. Der liebende Vater Gott ist absolut vertrauenswürdig und meint es absolut gut mit jedem von uns. Also, was ihr heute aus der Predigt mitnehmen könnt, ist eins: Alles ist allein Gnade. Das Heil, auch Heilung und die Heiligung. Um alles kümmert sich unser Vater, unser Jesus, unser Heiliger Geist. Amen. Sind wir schon so überreich beschenkt worden. Jetzt dürfen wir uns noch und zusätzlich unter den Segen Gottes stellen. Der dreieinige Gott heiligt dich, er heilt dich, er hat dich geheilt. Er ist dein Heil und er segne dich und er behüte dich und er lasse dich ein Segen sein. Von nun an bis in Ewigkeit. Geht hin im Frieden des Herrn, im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Shalom, der Friede sei mit euch. Und einen schönen Sonntag und eine schöne Woche.